Wir sind vor ein paar Stunden hier in Peking angekommen. 50 Begleiter aus Wissenschaft und Wirtschaft sind mit mir unterwegs. Wir verbringen die nächsten 2 Tage in Peking und dann eineinhalb Tage in Shanghai. Suchen die One Belt, One Road Kontaktstellen, damit wir uns für dieses Riesenprojekt mit unseren Unternehmungen auch interessieren können. Und hier in Peking heute und morgen geht es vor allem darum, dass wir die neu in die Regierung gekommenen Minister kennenlernen, dass wir uns bei ihnen vorstellen, dass wir den ersten Austausch machen. Das ist wichtig, das ist vor allem deshalb wichtig, dass wenn irgendetwas schief geht, dass man sich auf kürzestem Wege erreichen kann und weiß, mit wem man es zu tun hat.